Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, ja, Raumschiff fast voll. Was macht man? Natürlich, wir gehen jetzt einmal hier artig verkaufen. Ich habe jetzt auch schon 2 Tage hier Wir verkaufen rumgesessen. Medizin. Hast du dich auf dem Weg nach Jameson ver? Falls du Teile verkaufen willst, ich zahle gut. Ja, das wollen wir tun. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, nee, ist kaufen. Ich wollte gerade sagen, hä? Aber wir wollen ja verkaufen. Soweit hatte ich mich ja schon leergeräumt. Das heißt, ich muss nur noch aus meinem Inventar hier ein bisschen was rauskaufen. Oder eher gesagt, verkaufen. So, fangen wir erstmal mit Minen an. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal ein paar Helme hier. Hops. Oh. Na, ging ja hier schnell. Naja, haben wir auch ein bisschen was. Ich würde sagen, die legendären Sachen würde ich gerne noch mal ein bisschen behalten wollen. Jetzt bin ich am Überlegen, gehe ich jetzt mehr auf Credits ein oder. Ne, ich guck mal, was er an Hilfe noch da hat. Sowas wie Medipacks kann ich echt gut gebrauchen. Traumapack kann ich auch noch mal mitnehmen. Ja, Schiffsteile nehme ich auch nochmal mit. So. Denn, na, könnte ich eigentlich nochmal Munition kaufen, oder? Könnte ich. Was nehmen wir denn da am besten? Die 7-7er nehme ich auf jeden Fall mit. Die 6-5er nehme ich mit. Die Kartuschen brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die 11 brauche ich auf jeden Fall. 43er nehmen wir auch nochmal. Mensch, das geht ja relativ zügig. So, und jetzt verkaufen aus. Jetzt gucken wir, dass wir erstmal hier noch Rucksäcke loswerden. Den einen dürfen wir behalten. Dann nochmal Anzüge. Dann nochmal ein paar Waffen, oder? Na komm, wir machen erstmal Kleidung kalt hier. Da ist der Skill auch schon durch. Wunderbar. Aber für sich auch nicht schwer. So. Was haben wir denn hier jetzt alles in Hilfe drin? Achso, das ist alles Hilfzeug, was ich an und für sich auch verkaufen könnte. Was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Da hatte ich extra nochmal vor ein bisschen ausgemüllt. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich da die Schiffsteile reinschmeiß. Aber sowas wie Essen und Trinken und ähnliches. Hauptsache, ich krieg das Geld irgendwie zusammen erstmal. Für ein niegelnagelneues Schiff. So. Gut, dann ist das auch schon mal runtergenommen. Analysedaten hatte ich jetzt auch keine mehr, ne? Weil Waffen kriege ich überall fast los. Das ist immer so, mal gucken. Beim Rest muss man immer ein bisschen gucken. So, jetzt verkaufen wir ihnen hier nochmal ein bisschen Schrott. Bin ich den auch schon mal so weit los? Ne, in unserem kleinen Schiff passt halt noch nicht so viel rein. Aber im nächsten, da passt wieder ordentlich was rein. Na naja, gut, die Waffen machen meistens das meiste aus. Also Waffen und Anzüge, da ist man relativ schnell mit durch. So, ja, hier, den kriegst du noch. Oh, ein Credit bleibt übrig. Ein Credit. So. Okay. Aha. Aha. Sollen wir mal kurz gucken, wie weit ist jetzt mein Frachtraum noch voll? 269. Ja, gut, sind noch 37 Waffen. Ist also auf jeden Fall noch ein bisschen Kleingeld übrig. Und der erste Skill ist jetzt auch da. Jetzt brauchen wir. Jetzt kriegen wir 10% obendrauf. Also, ich denke mal, den müssen wir auf jeden Fall ganz hoch ausbauen. Aber ich muss so oder so jetzt erstmal verkaufen. Das heißt, wir gehen jetzt mal. Ich denke mal, das Wolf-System dürfte als nächstes ganz gut sein. Jetzt muss ich das nur nochmal finden. Das war hier in der Nähe von Kriegs. War das nicht irgendwo hier? Oder war das in der Nähe von Woli? Damit ich das auch schon mal wieder auf der Liste habe. Weil das haben wir noch nicht besucht. Muss ich das erstmal. Wo ist es denn? Hab ich vergessen, wo das war? Narion.
Wo ist denn unser Wolf? Wolfi! Jetzt blind? Ah, hier ist er. So, da müssen wir nämlich einmal hin, damit ich denn da auch das Symbol kriege. Willkommen im Wolfsystem. So, können wir einmal kurz durchscannen. War, glaube ich, auch nicht so viel hier. Was haben wir denn da? Feindliche Aktivität. Eigentlich wollen wir eher zum Bau. Die Aktivität lasse ich mal links liegen. Weil, wie gesagt, mit dem Schiff zu fighten, ja, also ich kriege die Zweier kaum kaputt. Ist somit auch ein bisschen schwierig. Von daher gehen wir erstmal auf den Bau ein. Siehst du, jetzt habe ich was vergessen, was ich eigentlich noch machen wollte. Egal, wir verkaufen erstmal weiter. Tja, die Station hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Ob die UC sie wohl jemals restaurieren werden? Keine Ahnung. Ah, Kundschaft, willkommen. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Ich bin Marcel. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, ganz egal was, sag einfach Bescheid. Unsere Auswahl ist nicht so groß wie in New Atlantis oder Cydonia, aber ich bemühe mich, jeden Wunsch zu erfüllen. Und da die Handelsaufsicht der einzige voll lizenzierte Anbieter im Bau ist, sind deine Alternativen eher, sagen wir, überschaubar. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, und ich hoffe, dass all unsere Interaktionen profitabel für beide Seiten sind. Ich würde gern sehen, was du im Angebot hast. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Ja, das hoffe ich auch. Können wir erstmal gucken. Besondere Waffe hatte er jetzt nicht, Intus. Munition, ja, natürlich. Bestimmt. Jetzt habe ich aber schon ein bisschen Munition eingekauft. Wir könnten aber noch, trotzdem nochmal gucken, dass wir ein Medipack nochmal mitnehmen. Das wäre nicht so schlimm. Und dann können wir verkaufen aus. So, jetzt gibt es erstmal nochmal ein paar Waffen oben auf dem Kopf. Ich habe immer noch zu viele Waffen. So. Aber wir könnten nochmal Munition eintauschen. Munition ist echt nicht verkehrt. Die brauchen wir nochmal. Dann brauchen wir die hier nochmal. Ultra Mag brauchte ich nicht. 43er. So, mal gucken. So, dann nehme ich noch leichte Teilchenzünder mit. So, jetzt wieder verkaufen wir aus. Nochmal ein paar Waffen wieder rein und dann dürfte es eigentlich auch schon wieder passen. Oh. Ja. Das passt immer relativ schnell. Die darfst du auch noch haben. Und dann ist da auch schon wieder leer. Eieieiei. Also man merkt schon, wir kriegen jetzt schon deutlich mehr Geld rein. Das Eintauschen lohnt sich. Das heißt, ich muss dann öfters mal eine große Händlerrunde machen. Und halt mal überall kurz andingeln. Gehen wir jetzt nochmal nach Alpha Centauri. Gehen nochmal ins Geschäft. Gleich zum nächsten und wieder zum nächsten. Unidentifiziertes Schiff. Wir werden jetzt auf Schmuggelware scannen. Ja, Anweisung Folge leisten. Wenn's recht ist. Ja, wenn's recht ist. Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Ja, gut. So, dann wollen wir mal fix einmal ins Geschäft. Dann verkaufen wir dort jetzt auch nochmal. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus.
Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Und die nächste Aktivität. Naja gut, die kennen wir ja schon. Die können wir später alle so ein bisschen abklappern. Ich kann aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens leider keine Schiffe mehr zuweisen. Ich kann aber mit Waren handeln. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Kann ich behilflich sein? Ja, natürlich. Hoffentlich wirst du fündig. So, dann wollen wir erstmal verkaufen aus. Machen wir schon mal ein paar Waffen weg. Das ging relativ schnell. Du hast ja fast gar nichts, Mädchen. An Geld heute. So, dann nehmen wir nochmal die Elfer mit. Granaten können wir schon mal mitnehmen. 7-7er können wir schon mal mitnehmen. Die 50er können wir schon mal komplett mitnehmen. Nehme ich Ultra Mag mit, falls ich nochmal einen anständigen Revolver kriege. Nee, komm. So, jetzt hier nochmal eintauschen. Gut. Bin ich am Überlegen, ob ich die Sachen nochmal behalte, weil so viel wiegen die jetzt nicht. Aber eigentlich würde ich die gerne behalten wollen. Ja, das dürfte passen. Wir haben jetzt hier auch nichts mehr, was ich jetzt wirklich verkaufen könnte. Na gut, ich habe hier noch einmal Analysedaten. Hier hatte ich keine Analysedaten mehr. Doch, hier, Jafar, Analysedaten. Schlechte Leute, schlechte Witze. Na gut. Nope. Mineralienanalyse Neon. Das hat was an Wert. Mhm. Auch interessant. Ne, hier, dann kriegst du nochmal ein Buch hier. Nope. Das darfst du auch nochmal haben. Ja, mehr habe ich nicht. Die letzten 1000 kriege ich nicht raus. Aber gut, wir haben ein bisschen Plus gemacht. Das Schiff ist auch wieder leer. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das... Das hat schon mal ganz gut gepasst. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir weitere Artefakte finden. Will ich nochmal kurz gucken, wie viel ist denn jetzt noch im Frachtraum drin? 130. 130. Wir machen bestimmt die Schiffsteile und so weiter noch aus, ne? Weil sonst habe ich ja nicht viel... Na gut, ich habe hier noch ein bisschen... Wieso habe ich hier Ressourcen? Wo kommen die Ressourcen her? Die hatte ich doch eigentlich abgelegt. Na gut. Auf einmal haben wir Ressourcen im Lagerraum. So, dann einmal Inventar. Ich hoffe, das klappt. Ne, darf ich von hier aus natürlich. Ist viel zu weit weg. Nichts ausmachen. Das muss ich gleich nochmal ablegen. So, dann schauen wir jetzt erstmal, dass wir das nächste Artefakt uns holen. Das soll hier auf dem Planeten sein, denn holen wir uns mal. Schauen wir doch mal. So, hat er mich hier zwar rausgelassen, aber nicht da, wo ich hin möchte. Ich möchte nämlich zum verlassenen Kryolabor. Wir hatten zwar schon mal ein verlassenes Kryolabor jetzt stillgelegt, aber machen wir noch eins. In dem Ding verlaufe ich nämlich doch sowieso nur wieder. Ja, schade, dass das Schiff halt nicht strong genug ist, ne? Guten Tag, Captain. Moment, der Captain muss nochmal ein wenig... Achso, ja, muss ich ja von hier machen. Sonst habe ich ja keinen Frachtraum. So, die Schiffsteile muss ich nicht unbedingt mit mir rumschleppen. Boah, 43. Also wir sind eigentlich ganz schön leicht. So. In der Richtung. Und dann gucken wir mal. Bisschen Uran kann ich ja schon mal mitnehmen.
Ah, ist halt doch schon ein Stückchen weit weg. Die gute Kryoanlage. Oh, haben wir hier nur Uran oder? Ah. Wollte mich gerade beschweren. Gibt noch mal ein bisschen Wasser dazu. So, dann gucken wir mal, dass wir zuerst mit Schallgedämpft loslegen. Habe ich hier jetzt Traumapack, hatte ich mir auch schon hier reingesetzt, ne? Ja, Notfallkick kann ich aber als erstes nehmen. Kommen wir da hier ein bisschen von der Seite durch. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Und auch nicht damit gerechnet, dass du jetzt plötzlich hier oben bist. Ne, das war ja eine super Landung hier. Nummer 1 haben wir. Na komm. Tja, das gibt Tote. Das war der letzte. Nee, da ist noch einer. Ich hab leider den Aufklärungslaser nicht. Ah, na gut. Wir gehen so ganz langsam mal hin. Wer stellt denn hier eine Meistertruhe gleich hin? Na gut, gucken wir mal. Vielleicht ist es mir heute ein bisschen holder. Wir haben zwei Einer. Ja, komm, machen wir einen weg hier so. Mal hier in Übung bleiben. Dann bräuchte ich hier nur noch einen so rumsetzen. Dann dürft's. Ach nee, der passt ja gar nicht. Der passt auch nicht. Der ist nicht groß genug. Ein bisschen doof. Sonst hätte ich ja gerne den hier genommen. Aber die beiden passen nicht. Könnten hier das nochmal mit einem Vierer regeln, dann bin ich aber gleich den nächsten einer los. Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Die werden ein Problem. Weil den krieg ich da noch rein. Und so einen über Ecke geknickt habe ich leider auch nicht. Mehr. Nee, das passt auch nicht. Alter, das ist ja heute der Wahnsinn. Egal, was ich mache, ich muss jetzt nochmal kurz zurück. Ich habe halt nicht so viele Dietriche. Das ärgert mich gerade. So, vorletzter Dietrich. Sind wir hier sogar mal ein Auto. Ja, so hatte ich das vorhin auch schon gemacht und habe mir dann danach den Bauch aufgeschlitzt hier. Na gut, wir haben noch drei Einer. Ich kann pro immer ein Einer benutzen. Passt. Oh, der passt gar nicht. So, das ist ja falsche Richtung. Wäre zu schön gewesen. Der eins ist große, den ich jetzt nutzen könnte. So. Aber hier passt er doch rein. Wenn man ganz viele Einer hat, dann...
Klappt das auch? Oh, man, gut, dass wir ins Wolfsystem gegangen sind. Money, money, money. So wie man Schlösser knackt. Aber eigentlich will ich es gar nicht wissen. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, dann sneaken wir uns jetzt langsam rein hier. Nehmen erstmal euch alle mit. Liegt noch irgendwas? Ach, das ist der kaputte Feuerwehrlöscher. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Lass mich dich suchen, lass mich dich finden. Wo bist du und wo bin ich? Na, wenigstens ein Dietrich zurück. Ich saß ja schon fast neben dir hier. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Na, wird Zeit auch, dass ich die Beowulf oder irgendwas in der Richtung mal in etwas besser finde. Vielleicht sollten wir den Spaß- und Spiele-Run wieder machen, der so wenig EP gibt. Wobei, der Run macht ja Spaß. Das Kämpfen macht da eher weniger Spaß. Na gut, alles ist erlaubt, ne? Naja, mal gucken. Ich glaube, wir kommen da ja sowieso nochmal hin. Alleine wegen dem beim Freestar Collective. So. Dum-di-dum-di-dum-di. Wir sneaken uns durch. War ja nichts weiter. Ich sehe schon, dass meine Zeit abläuft. So. Mal war ganz langsam und ganz gechillt. Und Waffen und Krell sind uns mit. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Eine Grendel, schlagend, nee. Grendel schlagen, das ist jetzt nicht so mein Fall. Na, aber sowas von. Darfst du aber gerne deine Waffe in die Hand drücken, in legendär. Ah, wir sind einfach vorsichtig. Mehr müssen wir ja eh nicht machen. Gib auf! Du entkommst uns nicht! War entweder über mir oder unter mir. Haben wir nochmal so ein bisschen was vom Tisch weggreifen. Ein bisschen geht ja immer. So, ich krieg wieder was zu verkaufen hin. Verschwunden. Dafür wirst du später umso mehr leiden. Bist du dir da ganz sicher? Bist du dir da ganz, ganz sicher? So, den Tappel, Tappel, Tappel.
schon mal mitnehmen. Schön im Dunkeln bleiben, denn wir sind der Schatten. Hauptsache mitnehmen. Grabbel, grabbel, grabbel. Seh den Scheinwerfer durch die Wand, mein Fräulein. Hast du nicht vorher noch gesagt, ich werde leiden? Okay, das war's mit euch. So, einmal alles mitnehmen. Ja, ja, dann darfst du mich gerne besuchen kommen. Aber erst, wenn ich mein neues Schiff hab. Erst dann. So, naja, Behälter plündern kriegen wir auch hin, ne? Ist ja nicht sonderlich schwer. So, ich weiß, dass hier auch nochmal zwei rumrennen. Oder rumgerannt sind. Jetzt bin ich raus, die Schlange fordert Blut. Ja. Sarah, dein Knie. Ich hasse euch, verflucht. Meine Augen. Meine Augen. Welche Augen? Die loot ich dir weg. Ja, ja, wir tun Buße. Ganz, ganz doll. Und sneaken uns weiter durch. Wir wollen ja nicht zu viele Madpacks verwenden. Naja. Los? Und ich explodiere dich. So. Schon mal hier oben rein. Was haben wir denn? Anzug Tiefensucher. Mhm. Da werde ich gleich ausgelacht. Diese Plüschtiere immer. Ah, Granaten auch nochmal gekriegt. Vergib mir, große Schlange. Ich habe dein Opfer verloren. Tja, dann würde ich sagen, Pech gehabt, ne? Nee, wie war das hier? Also. Muss ich wirklich drauf schießen? Eieiei. Damit ich wieder zurückkomme. Eine Granate wäre doch viel besser gewesen. Aber die kann man viel besser verkaufen. Denn ich brauche ja Money, Money, Money. Ganz viel Money. Mann, du hast mich doch schon gesehen. Naja, nicht nur deine Augen. Ich will alles haben. Nehme ich euch schon mal mit. Ja, müsst ihr auch. So, zwei haben wir nur noch.
Achso, das war Sarah, ich wollte gerade sagen, hä? Sei lieber gründlich. Bin ich schon die ganze Zeit. So, dann gucken wir mal, was habe ich denn da jetzt... Ja, Skills war falsche Seite. Was habe ich denn da jetzt gekriegt? Ach, das war gar keine Waffe. Hä, hatte ich nicht Destructor gelesen? Ach hier. Shock Trooper, nicht Destructor. Dash-Rucksack. Ressourcen wiegen 25% weniger. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt hat sich's eigentlich schon ausressourciert. Dann hole ich mir hier oben aber nochmal den Schlüssel. Da haben wir ihn. Ging das denn nicht sogar hier? Irgendwie weiter runter? Da gab es doch noch kurz vorm Ende, gab es sogar noch Hunde und so, ne? Irgendwie so war das. Irgendwie so. Hier waren aber auch noch Behälter. So. Ne, hier war das nicht. Gut, hier konnten wir nochmal alle mitnehmen. Beladen sind wir eh schon. Das passt. Es ging hier unten weiter, ne? Entweder mit Cutter oder... Wieder eine Kerbe mehr am Colt. So, nehmen wir auch nochmal mit. Kommen eigentlich schon richtig rein, oder? Jetzt laufe ich, glaube ich, im Kreis. Gefühlt. Ja, ich laufe im Kreis. Es ist immer noch unfassbar, dass du das kannst. Nee, unfassbar ist es nicht. Ist nur ein eigenes Energiefeld hier. Hier unten war da drunter. So, jetzt kommen wir ja das Sternenblut. Nein, diesmal wieder nicht. Na gut. Dann nehme ich mir das Artefakt mal. So, dann wollen wir auch mal wieder raus hier. Ich muss nur den Weg finden mit dem Hund. Er war von hier aus irgendwo. Bin ich mir ziemlich sicher, weil da waren nämlich auch noch gute Kisten. Wir können ja immer noch gute Aufwertung gebrauchen. Gut, Anzug haben wir eigentlich relativ guten. Ist in Ordnung, geht noch. Aber waffentechnisch, naja. Da wäre ich dankbar schon für eine einsternige Waffe, so von den Gewehren, die wir jetzt benutzen. Ich nehme natürlich auch legendäre, also so ist es nicht. Aber wenigstens schon mal so ein bisschen, damit sich dran rumbasteln lohnt, weil wir haben ja fast keine Ressourcen.
Na komm, nicht, kriegen wir aber jetzt hin hier. Hätte ich denn so einen, der dit macht? Hab ich. So. Gut. Geht's jetzt hier zum Hund? Ich hoffe mal. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Nein, der ist Geld wert. Und Geld ist gut. Ja, hier. Der ist nur ein Model S und nur Stufe 12. Und treffe ihn nicht über den Tisch. Und da ist er weg. Ja, da ist die gute Kiste. Und leider kriegen wir nochmal einen Rucksack. Na gut, kann ich auch verkaufen. Waffen wären mir da echt lieber, aber... Haben wir hier noch Munition und alles mit. So, und von hier aus ging es dann irgendwo hier wieder raus. So. Ah, nochmal Dietrich. Und jetzt kommen wir ja aus der einen Ecke wieder raus. Das heißt, das passt schon. So. Was hatten wir hier noch? Nochmal Credits. Mal Schalter an und... Oh, es ist hell. Oh, es ist hell. So, da ich überladen bin, muss ich leider laufen. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Ah, Lithium kann ich immer mal gebrauchen. Ne? Warum wollte er jetzt den Bohrer nicht zusammenziehen? Oh, was liegt hier noch? Kann man noch nicht liegen lassen. So, dupti-dupti-dupti-du. Na, was haben wir hier? Nochmal Lithium. Gut. Der nächste Artefakt ist unser. Ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt erstmal alle Artefakte ab. Die jetzt da noch auf der Liste sind, damit wir die anderen Tempel und so weiter schon mal so nach und nach dann freischalten. Das passt schon. So. Aber jetzt schmeißen wir erstmal Sarah ein bisschen was ab. Denn wir haben ja hier so ein, zwei Sachen gefunden. Das kann auch weg, das kann auch weg. Ah, wäre die einzige Waffe, aber die ist nur schlagend. Da kann ich auch mit einer normalen spielen. Ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt haben möchte. Ja, kann auch alles weg. Rucksack. Und die Helme können wir auch wegpacken. Die Kleidung können wir wegpacken. Die Werf-Items. Munition brauche ich nicht wegpacken. Notizen. Oh, was haben wir denn da? Geheimer Außenposten, letzter Bericht. Legen wir weg. Das kommt auch mit rein. Und dann nochmal Sonstiges. Ich habe gerade gesucht, wo die Dietriche kommen. So, dann legen wir das auch nochmal alles ab. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich habe ja hier noch Varun-Schriften.
Ja, das müssten wir. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Wolf-System und werde die los, weil sonst werde ich es vergessen. Sonst werde ich es, glaube ich, vergessen. Also, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Organisatorisches. Das heißt, wir gehen jetzt einmal kurz blups auf meinen Außenposten, da werde ich ja auch nicht gescannt. Einmal reinspringen da. Hat er mich jetzt schon wieder rausgelassen? Irgendwo, wo ich nicht hin wollte. Naja, gut, egal. Jetzt passt das. So, denn in meinem Außenposten. Möchte ich nämlich jetzt mal noch eine Waffe anpassen? Weil Sarah schießt ja eigentlich mit einer Energiewaffe. Sie hat ja, glaube ich, auch für Energiewaffen einen Skill gehabt. Jetzt möchte ich ihr gleich die Teilchenwaffe in die Hand drücken, weil die macht ja eigentlich relativ guten Schaden. Aber ich müsste diese halt auch nochmal aufwerten. Wir haben ja hier zum Beispiel eine ganz gute Teilchenpistole. Die macht auch einen guten Bums. Hat eigentlich auch halbwegs gute Perks. Also, ja, warum nicht nutzen? Ne? Warum nicht nutzen? Mal gucken, was wir da jetzt noch machen können. Ja, Gift, Raserei, Kammerjäger. Was will man mehr? Wir könnten jetzt einen verlängerten Lauf machen für mehr Distanz. Ja, machen wir drauf. So. Laser, ja gut, da fehlt mir ja immer noch das Palladium. Das habe ich ja momentan nicht. Da ich sie nicht selber spiele, ja, braucht sie wirklich ein Leuchtvisier oder ein Reflexvisier? Mal sehen, ob sie wirklich schnellere Zielerfassung für sie bedeutet. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt Fokusaufsatz. Könnten wir drauf machen. Wir könnten Streuaufsatz drauf machen. Munition wird mit einer Streuung einer Schrotflinte verschossen. Kopfschussschaden und Reichweite. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig. Schrotflinte, dann könnte sie besser treffen. Ich gehe mal davon aus, dass sie guter Schütze ist, dass sie ein besserer Schütze ist als ich. So. Ja. Eine Art Krankheit befallen. Das hört sich natürlich auch wieder geil an. Großes Magazin. Ja, komm. Gönn. Und intern. Was hätten wir hier? Wir hätten Verstärker. Erhöht die Feuerrate. Ah, den Verstärker kriege ich nicht mehr hin, weil mir dann wieder ein bisschen Tanta fehlt. Tanta fehlt. Klebstoff und so weiter habe ich ja noch. Ansonsten könnte ich noch übertaktet mit höherer Feuerrate wenigstens rein. Ja, gut, machen wir übertaktet mit höherer Feuerrate wenigstens rein. Halbautomatisch oder Feuerstoß. Ne, komm, Feuerstoß. Wenn schon, denn schon. Naja, gut. Skin bleibt Standard. Was habe ich denn jetzt eigentlich nicht modifiziert? Achso, ja, klar. Visier habe ich nicht gemacht. Na komm, hier, das kann ich dir einfach drauf machen. Gib ein bisschen Präzision dazu. Kriegst ein Laser. Das Ding hat sogar Feuerstoß. Ey, nice. So, jetzt wollen wir mal selber gucken hier. Das Ding sieht schon nicht schlecht aus. Das sieht schon aus wie ein halbes Gewehr. Das Ding sieht schon echt aus wie ein halbes Gewehr. Aber ist okay, cool. So, haben wir das gemacht? 300 Schuss. Dann bin ich mal gespannt, wie sie denn damit rumschießt. Wir können damit ja eigentlich schon guten Schaden anrichten. Und wir haben ja noch nicht mal irgendwas mit Pistole oder irgendwas.
Deswegen hoffe ich mal, dass sie damit wenigstens ein bisschen was anrichten kann. Weil wenn sie mit ihrem Gewehr da rumschießt, naja. Dann bringt das halt nicht wirklich viel. Und ich kann mich echt nicht dran gewöhnen, dass wir halt so schnell immer an den Sachen dran sind mit dem Schiff. Ich bin das noch gewohnt von meinem riesigen Schlachtkreuzer. Der brauchte 3 Wochen, um irgendwo anzukommen. Die Crew ist an Bord. Bereit zum Abflug. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Ja, ich mich auch, Vasco. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Das hoffe ich auch, dass ihr noch was habt, was ich brauchen könnte. Was könnte ich denn sonst noch mitnehmen? Die könnte ich nochmal mitnehmen. Ja, das wird nicht reichen, um das loszuwerden, ne? Ich könnte nochmal ein bisschen normale Munition mitnehmen, hat er dann irgendwas unter Hilfe oder unter Ressourcen? Er hat jetzt einen für sich nicht wirklich viel. Ich kaufe ihn aber jetzt nochmal die Ressourcenerze hier alle ab. Notfallkit nehmen wir nochmal mit. Ja gut, Waffen kaufen und woanders wieder verkaufen bringt mir jetzt auch nicht viel. Das sind ja die meisten, die ich hier schon reingeballert hatte. Von daher, ja gut, ich hole nochmal irgendwas an Munition. Nehmen wir nochmal Schrot, nehmen wir noch schwere Teilchen und dann dürfte es eigentlich passen. So, verkaufen aus dem und zack und... Das reicht immer noch nicht. kaufen, Munition. Was nehmen wir noch mit? Ich nehme die hier noch mit. Und das hier noch. Kann ich hier nochmal einen Koffer verkaufen? Also schmuggeln bringt schon ordentlich was ein. Also was geldmäßig ist, ne? So, jetzt aber... Jetzt dürfte ich den letzten Koffer auch verkaufen. Sind wir schon mal nicht mehr schmuggelwahrig. Das ist ein roter Cutter, den darf ich schon mal geben. Dann gibt es hier nochmal ein paar Waffen oben drauf. So. Und dann haben wir das jetzt einmal kurz gegen ein bisschen was eingetauscht. Ich hätte mich hier auch bestimmt irgendwo hinsetzen können, aber naja. Wer sitzt denn schon gerne? So. Jetzt wollen wir mal gucken. Hast du schon mal zum nächsten kommen? Irgendwo hier. Verlassene Außenposten. Let's go. Gut, hier ist nichts weiter los, also einmal auf den Außenposten landen. Dann wollen wir die Pistole gleich nochmal kurz ein bisschen ausprobieren. Gegen irgendein Alien. Bevor wir sie abgeben, na gut, gegen Menschen kann ich sie auch probieren. Wäre jetzt nicht weiter schlimm. Meine Güte, ist das hier diesig. Hey, wieder ein Schnee und ein Space. Ja, wunderbar. Okay, aus der Distanz sehe ich ja mal gar nichts. Dann gehen wir mal vor hier. Naja, geh mal nach vorne. Scheiße, der macht uns fertig. Ziel eliminiert. Gibt's was? Ja. Oh. Das war der Weg. Dafür sterbe ich nicht. Na, dann stirbt man nicht.
Ne? Haben wir hier nicht noch welche? Also an und für sich, das Ding macht gut Schaden, aber es sind jetzt halt nur 15er, ne? Und man muss noch nicht mal treffen können. Man trifft halt trotzdem. Alleine das hier finde ich schon wieder cool. Na gut, Sarah. Wo ist sie denn jetzt hingesprungen? Na, da bist du. Lass mal Ausrüstungstauschen. Hast du was Nützliches? Ja, bestimmt. So, das nehmen wir dir mal ab. Dann Waffen und jetzt darfst du die hier haben. Habe ich dir extra ein bisschen modifiziert. Mal gucken, ob du damit auch umgehen kannst. Jetzt brauchst du natürlich noch Munition. Achso, ich bin, ja. Wenn ich im Sternblutschiffchen bin, dann werde ich da keine Munition finden. Wieso habe ich hier geklaute schwere Teilchenzünder? Okay. Na gut, sie brauchen aber leichte Teilchenzünder. Dann mal tschüss. Dann mal tschüss, ja. Habe ich dir schon wieder Teilchenzünder geklaut? Ne, ich bräuchte halt eine Waffe dafür, ne? Nimm keinen Schrott mit. Nimm keinen Schrott mit, sagt sie einfach eiskalt zu mir. Aber dieser Schrott gibt Geld. Nur überall schwere Teilchenzünder hier. So. Hier ist alles so überbelichtet. Wieder mal eine verlassene Helium-3-Anlage. Vermutlich ist der Planet versiegt. Das glaube ich nicht. Also, dass mit dem Verlassen nicht. Dass der Planet versiegt sein könnte, ja, das könnte man sich schon eher vorstellen. Würde ich gerade die Geschütztürme hier nicht hier. Na gut, dann wollen wir mal reingehen hier. Immer schön artig die Behälter mitnehmen. So. Na gut. Moment, konnte ich das nicht einfach so aufknacken mit dem Computer? Oh, die hab ich ja eben gar nicht gesehen. Nein. Weil es eigentlich auch einen anderen Weg gab, ne? Ich habe das letztes Mal schon verkehrt gemacht. Moment. Wir könnten ja eigentlich von hier drüben, ne? Und dann gab es ja da auch nur noch einen Tunneleingang. Oh. Das Ziel gehört mir. Auf Sie! Ah. Natürlich, hast du natürlich wieder einen Anzug in Legendär bei. Und mit legendären Waffen. Aber irgendwo ist da noch einer. Ich sehe durch dem Licht nicht so viel. Ist dein Jetpack kaputt oder so? Ja. Mein Jetpack ist kaputt. Dann halt einfach viel härter. Na gut. Ich kann mit dem Visier null schießen. Okay. Das hört sich so an, als wenn Sarah plötzlich eine MG hat.
Oh, jetzt muss ich erstmal die Gegner wegmachen hier. So, ich muss mal kurz den Soundbug beheben hier. So, Mädchen, komm mal her. Ja, was gibt's? Dann zeig mal her. Ich nehme die mal kurz weg. Okay. Das löst es aber nicht im direktesten Sinne. Ja? Ich trage nur Luxusgüter. Kleiner Scherz. Ja, ja, kleiner Scherz. Oh Mann. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an der Waffe. Hoffen wir es einfach mal. Dass es nicht an der Waffe liegt. Dass es jetzt durch irgendwas anderes hervorgerufen ist. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz die Höhle verlassen. Weil das liegt an ihr. Einmal kurz nochmal durch den Laden. Jetzt ist jetzt wieder ruhig. Jetzt gehen wir wieder rein. Und warten, bis der nächste Kampfhandlung kommt. Eieieiei. In 4 habe ich das schon gehasst. Also in Fallout 4, wenn das gekommen ist. Oh, mir ist der Appetit vergangen. In 76, in... es gibt noch so viele Spiele, wo dieser Soundbug ist. Es liegt wohl wahrscheinlich echt nur an der Engine. Weil den hast du ja wirklich in verschiedenen Spielen. So, jetzt gucken wir erstmal. Wenn ich den so reinpacke, dann bräuchte ich nur noch einen Zweier unten. Und hier der passt... Ach, der passt aber auch nicht. Na, dann nehmen wir den so, aber darf ich auch nicht, weil wir haben hier dann nur noch einen übrig. Dann nehmen wir den so. Und so. So, nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mit. Goodie. Gucken wir mal, dass wir euch hier mitnehmen können. Wieder ein Anzug. Also Anzüge kriege ich relativ häufig. Jetzt wo ich Waffen bräuchte, ne? Bekommst du einen Anzug nach dem nächsten. Aber irgendwo fehlt mir jetzt noch... Da drüben. Ja, okay, jetzt habe ich eine Waffe gekriegt, ne? Und... Na gut. Keiner, der mich ärgern möchte. Was? Bist du noch nicht ganz frei? Jetzt aber. Gut. Artefakt haben wir hier auch schon mal. Dann sind es jetzt nur noch 2 Artefakte übrig. Das hört sich doch ganz gut an. So, aber oben hatte ich ja nochmal welche weggeschossen. Hier kriegen wir nochmal ordentlich Munition. Ist doch nett. War denn hier noch irgendwas? Jetzt haben wir ja Schlüssel. Jetzt können wir ja hier eigentlich plündern gehen, wa? Böse Raupe. Böse Raupe. Noch einfach so eine Pistole rum. Habt so nochmal ein paar Credits hier, ne? So.
mitnehmen. Hier ist noch ein Anzug drin gewesen. Aha. Da war noch ein Safe. Also wenn du was aufsperren möchtest, das findet man häufiger. So, gucken wir mal, wie machen wir das am schlausten? Weil der passt nicht ganz drüber. Der passt aber auch da rein. Wir könnten noch den nehmen und dann den hier. So, dups. Ach, der passt nicht. Schade. Aber der passt. Perfekt. Hoffentlich war das aus gutem Grund verschlossen. Naja, guten Grund. War verschlossen. Es war Geld drin. Heute haben wir mal wieder Schlösser ohne Ende. So. Naja, solange es keine Scheißhaufen sind, ist alles gut, ne? Ne, der war das nicht, der war das. Passt nicht ganz. Ist zu groß. Könnten wir so anbringen. Machen wir so. Naja, also wie gesagt, die verschlossenen Sachen lohnen sich meistens gar nicht zu öffnen. Ist so ein bisschen, weiß ich nicht, aus dem normalen Kram kriegen wir meistens mehr raus, was unverschlossen einfach so rumliegt in der Welt. Kriegen wir meistens besseres Zeug, als das, was jetzt sozusagen hinter Verschluss steht. Ich mir dann immer so denke, so eigentlich müsste das doch hinter Verschluss stehen, ne? Würde ja halt ein bisschen mehr Anreiz geben, das dann auch zu öffnen. So ein bisschen diebisch zu sein und so. Aber na gut. Na gut. Der Teufel steckt im Detail. Na gut, das war jetzt nur ein Standardanzug hier, aber... Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das jetzt irgendwie legendär oder so gewesen wäre. So, Vasco, hast du schön aufs Schiff aufgepasst? Scheinbar ja, er hat noch nicht mal guten Tag gesagt oder so. Na gut. So, dann werde ich mich jetzt offscreen mal kurz einmal entrümpeln und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.